Jeder andere würde in nur wenige Tagen verdursten in dieser Wüste, die zwar aussieht wie ein Paradies, an deren Oberfläche es aber keinen Tropfen Wasser gibt. Doch die Bushmänner führen hier im Herzen der Kalahari ein unbeschwertes Dasein in vollendeter Harmonie mit der Natur. Ungestört von der übrigen Welt sind sie in diesem Gebiet schon seit 20.000 Jahren zu Hause. Denn sie sind die einzigen Menschen, die sich darauf verstehen, dieser Region Wasser abzutrotzen. Wenn die Elfenbeinwilderer mit modernsten LKWs zur Elefantenjagd tief in die Kalahari eindringen, führen sie riesige Wassertanks mit sich. Sind ihre Wasservorräte aufgebraucht, machen sie sich fast fluchtartig wieder aus dem Staub. Und so freuen sich die Bushmänner in friedvoller Abgeschiedenheit ihres Lebens, ohne von der Hektik der zivilisierten Welt auch nur etwas zu ahnen. Selbst von den Kriegen am Rande der Kalahari wissen sie nichts. Manchmal erzählt Kiko von der Zeit, als er ausgezogen war, um das Ende der Welt zu finden. Und von den blassen, großen Menschen, denen er auf seiner Wanderung begegnet war. So weiß er zum Beispiel zu berichten, dass die großen Menschen außerhalb der Kalahari wie durch Zauberkraft Dinge zum Kochen, ja sogar zum Fliegen bringen können. Aber sehr klug sind sie wohl nicht, denn ohne ihre Magie können sie nicht überleben. Morgens lesen die Bushmänner als erstes die Nachrichten. Richtig gehört, sie lesen, dass die Hyäne eine neue Freundin hat, dass die Gepardin eines ihrer Babys verloren hat und dass die Antilopen beginnen, westwärts zu ziehen. Die Kleinen lernen von den Großen, wie man den neuesten Klatsch über die Tiere in der Nachbarschaft erfährt. Denn alles, was in der Kalahari geschieht, steht in den Sand geschrieben.